Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder viele kleine einzelne Telefonschnipsel mitgebracht, die nicht für ein ganzes eigenes Video gereicht haben, aber trotzdem jede Menge Informations- und Belustigungscharakter mit sich bringen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen neuen kleinen vielen Telefonaten. Hallo? Ja? Wunderschönen guten Tag, Frau Schwarz spricht am Apparat von Haupthandelszentrale. Ich weiß, Sie wollten auf dem Finanzmarkt Geld verdienen, ja? Ja, was jetzt von mir? Ich hab gesehen, dass Sie Erfahrungen in dieser Richtung haben. Haben Sie schon mal mit dem Broker zusammen gehandelt? Ja. Okay, und sind Sie zufrieden oder ist das ein bisschen gemischt? Ja, nee, ich bin vollends zufrieden, ja. Gut, und wie lange machen Sie das schon? 7 Jahre jetzt. Okay, gut. Und haben Sie auch etwas über den vollautomatischen Algorithmus gehört, richtig? Ja, das geht ja bei mir auch alles automatisch. Aber Sie haben selber gesagt, dass Sie mit dem Broker zusammen machen. Ja, der stellt mir das ein. Okay, wenn Sie einen Algorithmus haben, dann wofür brauchen Sie Broker? Was? Wenn Sie einen automatischen Algorithmus haben. Ja. Wofür brauchen Sie Broker? Na, der überwacht das Programm, dass auch wirklich alles sauber läuft, weil so ein Programm kann ja jederzeit auch mal abkacken und nicht funktionieren. Und dann greift der Broker ein. Okay. Wollen Sie auch noch ein zusätzliches Plattform testen? Wozu? Also, mit einem neuen Plattform können Sie noch anfangen und Geld profitieren. Wie meinen Sie das? Ich habe doch eine Plattform. Okay, schönen Tag noch. Betrüger! Ja, da legt man dann ganz schnell auf, wenn man da keinen Braten mehr riecht und das Essen so langsam kalt wird, habe ich das Gefühl. Tja, so ist das eben. Die versuchen es immer wieder und vor allem finde ich es ja auch besonders dreist, dass die es probieren, obwohl die wissen, dass ich eine andere Plattform schon habe. Tja, warum sollte man auf 10 verschiedenen Plattformen traden? Tja, nach deren Logik wird man ja überall sofort reich, wenn man damit macht. Dass das nicht so ist, das ist, denke ich mal, klar. Hallo, ich grüße Sie, Daniel Schmidt am Apparat. Ich rufe Sie von der Firma CryptoCash an. Wie ich weiß, Sie wollten an Finanzbörse Geld verdienen, ist das korrekt? Bitte? Ja. Ja, aber wahrscheinlich handeln Sie schon, oder? Ja. Und wie ist das? Was? Wie ist das? Sie sind zufrieden? Ja, was geht Sie das an? Aha. Und das reicht dann schon aus, dass die Betrüger einfach am Telefon auflegen, ohne sich zu verabschieden oder irgendwelche weiteren Informationen zu geben. Da wird dann direkt aufgelegt, wenn man merkt, dass man hier nichts weiter holen kann. Hallo? Hallo? Ja? Entschuldigung, ich muss mit Frau Claudia Gabelbieg sprechen. Ja, Herr Claudia Gabelbieger, meinen Sie? Noch einmal? Herr bitte? Claudia Gabelbieger. Ja, genau. Ja. Am Apparat. Ach so. Herr Gabelbieger, also am Apparat ist William Fischer, ja? Ich bin Ihr persönlicher Kontomanager auf der finanziellen Börse. Wie geht es Ihnen zuerst? Wir wollen über Spielten, was für eine Rolle? Ich verstehe Ihre Stimme nicht. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ja. Was möchten Sie denn? So, ich rufe wegen Ihrer Anmeldung auf Bitcoin-Werbung für Online-Handel, ja? Sie sind vor einigen Tagen auf unserer Plattform auf Tyron Invest registriert. Und ich habe Daten bekommen, dass Ihr Konto ist noch nicht aktiv. Ach so. Und deswegen bin ich da, Ihnen zu helfen, Ihr Konto aktivieren, ja? Schön. Ja, so, erstmal, ich interessiere mich, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Ja. So, handeln Sie mit Kryptowährungen? Was? Handeln Sie mit Kryptowährungen? Nee. Sie haben mir gesagt, dass Sie Erfahrung in diesem Bereich, ja? Ja. Und Sie handelten nicht mit Kryptowährungen. Richtig, genau. Und welche Erfahrungen haben Sie dann? Was meinen Sie? So, ich wiederhole noch einmal, ja, und letztes Mal. Ich rufe wegen der Anmeldung auf Bitcoin-Werbung für Online-Handel. Und da bin ich Ihnen zu helfen, ja? Mhm. So, ich glaube, Sie brauchen Hilfe von meiner Seite. Brauche ich das? Ja, warum? Okay, ja, schönen Tag. Ja, das wünsche ich dir nicht. Tja, Fragen beantworten macht also nicht unbedingt so gerne, habe ich das Gefühl. Tja, aber das ist halt eben bei den Betrügern immer mal wieder so das Gleiche, ne?
Fragen beantworten mögen sie nicht, weil letztendlich verstehen sie auch gar nicht so richtig, was sie da von sich geben. Ja, man soll halt einfach nur auf das Skript antworten und sobald man irgendwie links und rechts mal was anderes sagt, hat sich's dann eigentlich auch schon erledigt. Guten Tag. Hallo? Hallo, guten Tag, mein Name ist Sandra. Ich bin mit der Karl Lausenbengel. Ja, Lausenbengel. Ich grüße Sie. Mhm. Ich hoffe, Sie haben von Stocks.de, weil Sie haben für uns eine Handelskonto geöffnet. Ja, Handel? Mit dem Handel, richtig. Ja, wann habe ich denn das Konto bei euch aufgemacht? Wann haben Sie das aufgemacht, meinen Sie? Ja. Ich sage Ihnen ganz genau, das ist von 2022, 1. Januar 2023. Oh. Das ist von guter Zeit. Ja, und du? Wie bitte? Ja, und nun? Ich hatte gerade nicht verstanden. Was meinen Sie? Ja, und nun? Sie haben 0 Euro drauf. Das Konto ist noch nicht aktiviert. Oh, ich nein. Ich will, damit ich Ihnen weiter unterstütze. Ja? Genau. Okay. Gut, Ihre Interessen sind gezeigt in Bitcoin, das stimmt? Weiß ich nicht. Und was wissen Sie? Na, ich weiß gar nichts. Haben Sie Interesse, weiterzugehen? Aber natürlich. Machen Sie Spaß oder Sie haben... Nein, wieso? Finden Sie das lustig? Herr Karl, sagen Sie mir bitte, was müssen Sie am nächsten Stück machen? Na, das weiß ich doch nicht. Du rufst mich doch an. Sie können mit normalen Ton reden, okay? Ja, ich rede mit einem normalen Ton. Okay, gut. Möchten Sie etwas weiter darüber wissen? Ja, erzähl mal. Was brauchen Sie zu wissen? Das frage ich Ihnen. Na, weiß ich nicht, was muss ich denn wissen? Herr Karl, ich frage Ihnen, ob Sie Interesse haben oder ob Sie Spaß machen. Ja, ich habe machen, gesagt, ja. Sie sind einfach lustig. Nein. Sie sind einfach lustig, was Sie machen und wie Sie reden. Und ich hatte keine Lust für... Warum ist das lustig? Warum beleidigen Sie mich? Wir beleidigen nicht. Doch, ich glaube, Sie sind unseriös. Sie glauben, wir ja. sind unseriös. Ja. Aber Sie glauben, wir sind nicht unseriös, Sie glauben das. Ja. Das sind Leute, sind nicht sicher, ob wir unseriös sind oder nicht. Ja, aber sie reden so komisch und beleidigen gleich am Telefon. Sie reden auch so komisch. Nein. Ganz komisch reden sie. Ich will mit Ihnen nicht mehr sprechen, Sie sind böse. Gut, danke, wiederhören. Ja, Betrüger. Tja. Meistens haben ja die Betrüger eine nervige Stimme, aber ich habe mir gedacht, das schaffe ich auf jeden Fall auch. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Betrüger. Hallo. Ja, hallo. Guten Tag, ich grüße Sie. Mein Name ist Emma Brandt. Ich melde mich von Investing Academy Global at Börse. So, ich habe nur eine Frage für Sie. Haben Sie eine Erfahrung mit Onlinehandel? Nein. Entschuldigung, ist das ein Spiel, oder? Was meinen Sie? Sie rufen mich doch an. Aber Sie haben Interesse gezeigt in unserer Firma, Herr Gerold. Ja, das kann ja sein, aber Sie haben mich noch was gefragt und da habe ich doch nur geantwortet. Entschuldigung? Ja. Haben Sie eine Erfahrung oder nicht? Was meinen Sie denn? Was denn für eine Erfahrung? Wie bitte? Was meinen Sie denn für eine Erfahrung? Ich habe viele Erfahrungen. Haben Sie eine Erfahrung mit Onlinehandel? Ja, auf eBay. Da verkaufe ich immer meine gebrauchten Schlüpfer. Haben Sie eine gute Erfahrung oder eine schlechte Erfahrung? Also mit eBay ausschließlich gut. Eine schlechte Erfahrung. Okay. Nein, das habe ich nicht gesagt. Oh, okay. Ja. So, wissen Sie, was Online-Trading ist? Nein. Online-Handel. Na, Online-Handel ist ja Amazon. Okay. So, Sie haben alleine gehabt oder mit einem Broker? Nein, bis jetzt habe ich immer alleine eingekauft. Okay. Ja. Entschuldigung, wie alt sind Sie? Ich bin 29. Wieso? 29? Ja. Okay. Ja. So, arbeiten Sie? Aber natürlich. Okay, was arbeiten Sie, wenn ich fragen darf? Ich putze nackig. Wie bitte? Ich putze nackig.
Hallo. Guten Tag, mein Name ist Lisa Bauer, ich bin mit Harmut Schimmel. Hm. Bin ich korrekt, weil ich habe Sie nicht verstanden? Ich weiß nicht, ob Sie korrekt sind. Das wird sich dann im Laufe des Gesprächs herausstellen. Tja, scheinbar nicht, weil Sie reden ja nicht mehr. Ja, dann halt nicht. Guckst du, und so schnell sind dann die Betrüger wieder weg, selbst wenn sie sich Mühe geben und das Skript irgendwie durchziehen wollen, obwohl der Kunde mega nervig ist. Tja, aber ich hab's euch ja gesagt, wenn die nervig können, das kann ich definitiv auch. Die können wir so richtig auf den Sack gehen. Naja, nur leider merken sie das dann meistens, wenn man die Stimme so ein bisschen verstellt und dann so richtig anstrengend wird. Das mögen die irgendwie nicht so gerne. Keine Ahnung warum, weil letztendlich rufen die ja auch nur mit nervigen Stimmen an, aber naja, irgendwie haben die ja immer wieder das Gefühl, dass man dann als Kunde nicht das Gleiche machen darf, obwohl die Betrüger nur nervig anrufen. Aber gut, dann versuchen wir mal unser Glück mit dem nächsten Betrüger. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Sprechen wir mit Voldemort? Mhm. Guten Tag, ja, Voldemort, ich bin Ivan Malkovich. Es geht um Onlinehandel auf dem Finanzmarkt. Sie haben sich registriert und Interesse geäußert. Haben Sie kurz Zeit zum Sprechen? Ja, worum geht's denn? Also welche Plattform? Ich bin von der Plattform Phoenix Brothers. Mhm. Und ja, ich bin vom Kundenservice, würde Ihnen gerne bei der Aktivierung des Handelskontos helfen. Und dann können Sie mit dem Handel anfangen. Ja, und Haben Sie schon Erfahrungen oder ist das Thema neu für Sie? Ist neu. Ist neu, okay. Sie bekommen also einen Finanzexperten von uns, einen Broker, der Ihnen also bei der Handel helfen wird und auch ja fast vollautomatisch dass, Handelspositionen geöffnet werden können und ja gehandelt werden kann. Damit sie also nicht so zeitaufwendig für Sie bleibt, der ganze Prozess. Hallo? Ja? Für die Aktivierung. Was? Ich muss es schon mehr einzahlen, ja, als Startkapital. Haben Sie vielleicht schon bei der Registrierung auf der Seite gesehen? Was denn? Wie bitte? Ja, genau. 250 Euro sind fällig und dann können wir das Konto aktivieren. Das ist ja billig. Warum ist denn das so billig? Wie bitte? Warum ist denn das so billig? Gute Frage. Manche sagen, das wäre zu teuer. So. Also 250, das ist Mindestbetrag. Wir haben noch zwei weitere Beträge im Angebot. 1000 Euro, 500 Euro und 1000 Euro. Also zwischen diese drei Beträge, 250, 500 und 1000, kann der Kunde also frei auswählen, mit welcher Summe angefangen wird. Ja, aber das ist mir zu wenig. Ja, mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Ja, mit mehr. Ja, also je mehr, desto besser natürlich. Sie werden dann noch mehr Profite haben, aber also von diesen drei Beträgen können Sie auswählen, Konto aktivieren und dann nach ein... Was? Sind Sie bereit? Nee, das ist mir zu wenig. Okay, mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Ja, mit mehr. Ja, sagen Sie bitte die Summe. Ja, so 100.000 müssen wir schon machen. 100.000? Ja. Ja, für die Aktivierung aber brauchen wir nur maximal 1.000 Euro. Dann ja. Können Sie nach einzahlen. Nee, aber den will ich nicht, das ist mir zu billig. Okay, da können Sie gleich mit 100.000 anfangen. Ja. Machen Sie jetzt Spaß, oder? Nee. Aber Sie finden also, das ja scheinbar lustig, mit so wenig anzufangen. Also das ist ja eklig. Mit so wenig Geld beschäftige ich mich doch gar nicht. Ja, das ist nur die Aktivierung, damit Sie einfach Zugang zu dem Handelsplatz bekommen. Nee, aber wie gesagt, also... Und auch Sie haben mir gesagt, Sie hätten noch keine Erfahrungen. Ja. Okay, woher wissen Sie, ob das 250 also wenig oder mehr ist? Also? Ja, Erfahrung hat ja nichts mit Wissen zu tun, ne? Sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Das kann man ja gar nicht gegeneinander aufwiegen. Sie können also mit 1000 Euro anfangen. Nee, das ist mir zu wenig. Leider so sind die Richtlinien, also... Tja, dann
Tut's mir leid, dann ist Ihre Firma uninteressant, weil mit Spielgeld, da brauche ich gar nicht erst anfangen. Sie können also mit dieser Summe einfach Konto aktivieren und dann gleich einzahlen noch. Ja, will ich aber nicht, das ist unter meiner Würde, ich mache doch keine zwei Überweisungen. Wenn, dann überweise ich gleich 100.000, aber ich mache doch hier nicht zwei Überweisungen fertig. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Eine Überweisung zu tätigen, das ist eine 5-Minuten-Sache, noch weniger. Ja, ist mir egal, habe ich keine Lust drauf, das ist mir zu wenig. Okay, wie Sie wollen. Danke Ihnen und schönen Tag noch. Ciao. Tschüss. Tja, da will man dem Betrüger schon mal ein paar Euro mehr geben und dann ist er damit auch nicht zufrieden. Was will man den Betrügern eigentlich noch alles geben? Tja, keine Ahnung. Aber gut, lassen wir mal den Nächsten zu Wort kommen. Hallo? Hallo? Hm? Was denn? Am Apparat ist Sebastian Kraus von Finanzunternehmen. Von was denn für ein Finanzunternehmen? Sie haben bei uns eine Registrierung gemacht. Gemacht? Aha. Ja, Sie haben bei uns eine... Ja? Ja, welches Finanzunternehmen denn? Wir sind Big Panda. Na ja, und wann habe ich mich da registriert? Eine Woche schon. Ach so, ja. Erinnert sich doch kein Mensch mehr dran. Wie bitte? Ich sage, da erinnert sich doch kein Mensch mehr dran. Ach so. Sind Sie vielleicht ein YouTuber? Nee, wieso? Ja, doch. Ja, wenn Sie der Meinung sind, dann bitteschön. Ja, okay, tschüss. Schönen Tag noch. Bleiben Sie gesund. Also wie der jetzt hier wieder den Braten riechen konnte, ich weiß es nicht. Manchmal ist das irgendwie so in den Callcentern. Allerdings habe ich den netten Typen hier auch schon des Öfteren mal am Telefon gehabt. Vielleicht hat er mich ja meine Stimme wieder erkannt, am Charakter oder tja, hat einfach nur eine Übereinstimmung mit der Telefonnummer und einem anderen Datensatz in seinem System gefunden. Kann alles sein, weiß ich nicht. Wir hören mal bei dem nächsten Betrüger rein. Wunderschönen guten Tag, Frau Schwarz spricht am Apparat. Ich melde mich von Haupthandelszentrale. Mhm. Sie wollten auf dem Finanzmarkt Geld verdienen, ja? Kann sein, ja. Was denn für eine Hauptzentrale? Sie wollten auf dem Finanzmarkt Geld verdienen, aber das hat nicht geklappt, richtig? Nö, also bis jetzt bin ich ja nirgendwo angemeldet. Haben Sie Geld investiert? Nee. Noch nicht? Okay, nee. Und Hauptsache ist, dass Sie Interesse gezeigt haben. Mhm. Und... Warum haben Sie das bis jetzt nicht gemacht? Haben Sie Angst? Sind Sie skeptisch? Na, bis jetzt waren da nur Betrüger bei. Ah, okay. Warum denken Sie so, dass Sie, ob Sie keine Erfahrungen haben? Ja gut, man muss ja keine Erfahrungen haben, um einen Betrüger zu erkennen. Doch? Nö. Wie kennen Sie das denn? Was? Also, wie können Sie das erkennen? Ja, wenn zum Beispiel die Lizenznummern fehlen, kein Impressum vorhanden ist, die Telefonnummer nicht rückrufbar ist, das sind ja alles Indizien für Betrüger. Ah, okay. Und wenn ich jetzt eine Lizenznummer mitteile, was heißt das? Was? Ob ich jetzt eine Lizenznummer geben? Ja, dann zeigt das, ob sie reguliert sind oder nicht zum Beispiel. Natürlich, wir sind reguliert. Ja. Genau, dann haben wir das ja geklärt und dann kann man das Telefonat auch einfach beenden. Ja, so stellt man sich das natürlich vor, ne? Also die Dame hat sich ja wirklich jetzt keine Mühe gegeben, mich irgendwie ansatzweise zu überzeugen. Aber gut, das ist auch nicht das Ziel von den Betrügern, die wollen letztendlich an eure Kohle. Und sobald irgendetwas darauf deutet, dass es jetzt hier schwieriger werden könnte, überhaupt an die Kohle ranzukommen, tja, dann hat man da keine Lust mehr und beendet einfach das Gespräch. So ist es halt. Ah? Hallo, ich grüße Sie, Daniel Schmidt am Apparat. Ich rufe Sie von der Firma CryptoTech an. Wie ich weiß, Sie wollten an Finanzbörse Geld verdienen. Ist das korrekt, bitte? Mit wem wollen Sie denn sprechen? Der Rainer. Wie Rainer? Rainer ist Vorname. Rainer ist nicht Nachname. Wen möchten Sie dann bitte sprechen? Mein Gott, Sie wissen ja, mit wem spreche ich möchte. Naja, ich finde es schon unhöflich, wenn Sie mich nicht bei meinem Nachnamen anmelden. Was? Ja, also das war wieder ein Callcenter der Marke besonders unhöflich.
legt einfach auf und hat dann keinen Bock mehr. Und ich habe ja eigentlich nur gefragt, mit wem er denn genau sprechen möchte. Denn das ist ja auch in der Tat wirklich so. Wenn ihr angerufen werdet, es sind ja oftmals mehrere Familienmitglieder unter einem Anschluss irgendwie erreichbar. Aber das scheint die Betrüger halt nicht zu nicht mal im Ansatz zu interessieren. Hauptsache, die kriegen das, was wollen, eure Kohle. Und sobald da dumme Fragen kommen oder sobald irgendetwas danach aussieht, als könnte man da eventuell kein Geld machen, dann beendet man halt einfach das Gespräch und verabschiedet sich nicht mal. Wird einfach Stecker gezogen und dann ist Ende im Gelände. Oh. Hallo, schönen guten Tag, spreche mit Club Bauterbach. Ja. Ich grüße Sie, mein Name ist Bruno und ich sehe, dass Sie sich bei uns angemeldet haben für Onlinehandel. Aha. Das ist auch der Grund meines Anrufs. Ich wollte fragen, wie... Ja, also den Grund seines Anrufs, den habe ich nicht verstanden und was er fragen wollte, hat er nicht gefragt. Tja, weiß ich nicht. Interessant. Ah, hallo, guten Tag, ich bin Sein Meier, spreche ich mit Herrn Scheidenreiter? Ja, Herr Scheidenreiter. Ich kontaktiere wegen Ihrer Anmeldung, wegen Ihrer Interesse, ja? Hm. Das ist Bitcoins. Hallo? Ja, was denn? Sag jetzt mir bitte, haben Sie schon Erfahrung? Moment. Was soll denn das eigentlich für ein Gespräch werden? Wie bitte? Sagen Sie eigentlich auch was, wenn Sie Leute anrufen, oder sagen Sie da nichts? Nein, das ist Online-Handel. Sie haben bei uns angemeldet, wo ich interessiere, warum. Ja, und? Was und? Ich habe schon etwas gefragt. Also eine Frage ist bei mir nicht durchgekommen. Bisher habe ich alles beantwortet, was... Also, ihr könnt mich ja in den Kommentaren berichtigen, aber habt ihr jetzt hier irgendwie eine sinnvolle Frage, die ich beantworten sollte, aus diesem Gespräch rausziehen können? Tja, irgendwie verwirrend. Die Frage, die sie mir stellen wollte, hat sie wohl selbst vergessen oder, keine Ahnung, den Kunden vorher gestellt und irgendwas durcheinander gebracht. Aber eine Frage habe ich hier in diesem Gespräch nicht rausgehört. Aber gut, wenn sie der Meinung sind, dann müssen sie halt ihre eigenen Kapazitäten dafür aufbrauchen und Leute verschwenden dafür, dass sie unsinnige Fragen am Telefon stellen, um dann das Telefongespräch irgendwie wieder mehr oder weniger einfach zu beenden. Aus lauter Langeweile, ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gut unterhalten und vor allem, dass es auch ein kleines bisschen Informationscharakter für euch hatte. Teilt gerne die Videos auf allen Social-Media-Kanälen mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten und allen Leuten, die ihr so kennt, damit es, auf jeden Fall keinen in eurer Umgebung gibt, der auf sowas reinfallen muss. Ist ja auch echt schlimm, dass es sowas gibt. Naja. Wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und euch die Zeit bis zum nächsten Video versüßen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.